Heute wurde ein grundsätzliches Urteil gesprochen, das klargestellt hat, dass Parlamentsvertreter der NPD nicht deshalb diskriminiert werden dürfen, weil sie eine angeblich verfassungsfeindliche Position vertreten, sondern das Gericht hat eindeutig klargestellt, dass eben diese Erwägung, die Verfassungsfeindlichkeit, die uns immer unterstellt wird, kein Unterscheidungskriterium ist, auf das eben ein Entzug der Finanzierung gestützt werden darf. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel stellte fest, der Ausschluss der NPD von der Fraktionsfinanzierung in Büdingen ist rechtswidrig. Mit dem Urteil vom 5. April hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel den Ausschluss der NPD-Fraktion in der Büdinger Stadtverordnetenversammlung aus der Fraktionsfinanzierung für rechtswidrig erklärt. Also aus meiner Sicht sieht es hier sehr gut aus. Das Gericht hat die Sachen rechtsnah umfangreich erörtert. Die Stadt Büdingen hat am 27.01. eine Änderung der Entschädigungssatzung beschlossen, deren Ziel es war, die NPD aus der Fraktionsfinanzierung auszuschließen. Zur Begründung berief sich die Stadt auf das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Kasseler Verwaltungsrichter stellten demgegenüber klar, dass die NPD wegen ihrer politischen Anschauungen nicht diskriminiert werden dürfe. Nach derzeitiger Verfassungslage stehen der NPD dieselben Rechte und Pflichten zu wie allen anderen Parteien auch. Genau dies hat das Bundesverfassungsgericht am 17.01. festgestellt. Der gegenteiligen Lesart der Büdinger Stadtverwaltung sei nicht zu folgen. Somit sei eine Benachteiligung von NPD-Abgeordneten und ihren Fraktionen erst recht ausgeschlossen. Der starke Medienauflauf am 5. April zeigt auch die bundesweite Relevanz dieses Urteils. Weiterhin wurde durch das Verwaltungsgericht das fehlgeleitete Demokratieverständnis in der Büdinger Stadtverwaltung wieder in rechte Bahnen verwiesen. Und insofern ist es wichtig, dass eben hier die Stadt Büdingen, die also gemeint hat, sie könnte hier vorpreschen und könnte dann mit diesem sehr fragwürdigen Versuch sich mal wichtig machen und ihre Funktionsträger ins Fernsehen bringen. Dieser Versuch ist mal ganz böse nach hinten losgegangen. Und ich kann den Herren der Stadt Büdingen jetzt schon versprechen, auch alle weiteren unsinnigen Beschlüsse, die dort in der Stadtvertretung gefasst werden, die werden auch in Zukunft hier gerichtlich angegriffen werden. Wir werden auch in Zukunft unsere Rechte durchsetzen. Und ich bin mir sicher, dass dieses Urteil, wie es heute so gesprochen worden ist, auch in höheren Instanzen Bestand haben wird. Ein weiterer Sieg für die NPD auf ganzer Linie. Richter räumt auf.